Dieser Screencast ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung des E-Portfolios im Lehrgang Berufseinstieg professionell meistern und gestalten. Wir haben in Summe 5 Ansichten zu erstellen. Dabei, wie beim Portfolio üblich, gibt es ein Deckblatt zu erstellen. Was ist inhaltlich ins Deckblatt einzufügen? Eine persönliche Vorstellung von Ihnen bzw. Ziele, die Sie im Lehrgang verfolgen, sind hier schriftlich mit Textfeldern festzuhalten bzw. mit Bildern, Videos und so weiter zu dokumentieren. Dann sind noch 4 Modulansichten zu erstellen. Was Sie da pro Semester in welches Modulansicht einfügen sollen, finden Sie hier unter Lehrgang Berufseinstieg, dann Lehrgangsportfolio zum Lehrgang und hier sind die Entwicklungsportfolio-PDFs downzuloaden für das erste Semester, also für das erste Modul. Das erste Semester ist gleich, das erste Modul sind die Anforderungen hier drinnen und nach denen gehen Sie bitte vor und nach denen befüllen Sie bitte Ihre Modulansichten. Also dieses Dokument hier ist einmal bindend für das Modul 1 und es wird dann für die weiteren Module im Laufe der Zeit, die werden hier noch andere PDFs dazukommen. Ja, gehen wir zurück auf unser Dashboard und beginnen wir mit dem Erstellen vom Deckblatt. Portfolio, Ansichten und Ansicht anlegen. Dann können wir einen Titel eingeben, am besten mit Best, dann Unterstrich und Deckblatt. Wir speichern ab und dann sieht man hier die Portfolioansicht. Layout bearbeiten können Sie auch später noch. Ich schätze mal, das wird bei den meisten so ausschauen oder vielleicht so. Ich mache es immer mit linker kleinen Spalte, rechter großen Spalte und dann füge ich nämlich gleich bei persönliche Informationen, füge ich nämlich gleich meine Profilinformationen ein. Das würde ich Ihnen euch allen empfehlen. Vorname, Nachname, dann Profilbild, meine Mailadresse vielleicht noch unter zu speichern, dann weiß jeder, okay, das ist von dem, das ist von der. Und hier dann ein Textfeld reinziehen, hier dann mal die Vorstellung. Das soll sehr eine persönliche Sache sein. Und ist auch ein Eyecatcher, um dann vielleicht Leute zu fesseln. Und dann vielleicht noch meine Ziele. Und es ist, steht natürlich allen frei, Bilder und auch YouTube-Videos einzufügen. Nur bitte auf die Rechte achten, das wäre sehr wichtig. Und mal auf Fertig klicken. Dann haben wir diese Ansicht bereits drinnen. Ich habe so viele Ansichten, finden wir sie. Best Deckblatt, hier ist sie. Dann legen wir eine neue Ansicht an. Diese Ansicht heißt dann Best Unterstrich Modul 1. Wir speichern ab. Vom Layout her, ja, wieder ich verwende meistens das und füge gleich wieder bei den persönlichen Informationen meine Profilinformation hinzu, Vorname, Nachname, Profilbild, Mail und speichern. Und dann steht euch Ihnen frei, da einzufügen, was gewünscht ist. Als nächstes legen wir die Seite Best-Modul 2 an, speichern ab. Ich nehme wieder das Layout her, das mir am besten gefällt, speichere ab. Bei persönlichen Informationen füge ich wieder meine Profilinfo
hinzu, Vorname, Nachname, Profilbild, Mail, speichere ab. Dasselbe beim Modul 3. Und speichern, Layout bearbeiten, das gewünschte Layout auswählen, eine Profilinformation einfügen, Vorname, Nachname, Profilbild, Mailadresse abspeichern und wir kommen schon zum Abschluss, nämlich das vierte Modul. Und abspeichern, das gewünschte Layout auswählen und eine Profilinformation hinzufügen mit Vornamen, Nachnamen, Profilbild, Mailadresse und abspeichern. Ja, und jetzt bitte kommt ein ganz wichtiger Schritt, warum ich eigentlich dieses Tutorial, diesen Screencast mache. Jetzt kommt das Erstellen einer Sammlung und das anschließende Freigeben. Gehen wir auf Portfolio, Sammlungen und machen wir eine neue Sammlung. Die heißt dann Best 2014-15 zum Beispiel, würde ich empfehlen. Unbedingt den Haken bei Navigationsleiste lassen. Und jetzt diejenigen auswählen, die wir gerade erstellt haben. Es ist sogar normalerweise in der richtigen Reihenfolge, also Deckblatt, Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4, womit alle vier Semester abgedeckt sind, unten Ansichten hinzufügen. Dann könnte ich hier noch verschieben. Es ist aber schon die richtige Reihenfolge und mit Fertig einfach abspeichern. So, jetzt haben wir die Sammlung erstellt und jetzt der abschließende wichtige Schritt. Jetzt geben wir diese Sammlung auch noch frei für andere. Von mir geteilt, bitte. Portfolio von mir geteilt. Und da haben wir oben dann diese Best 2014-15. Und auf das Schlüsselsymbol Zugriff bearbeiten. Und wir geben bitte dazu Lehrgang Berufseinstieg 2014-15. Wenn man hier drauf bleibt, sieht man es ganz. Auf das Plus klicken und schon ist der Zugriff erstellt. Und bitte mit Speichern abspeichern. Somit müsste eigentlich hier bei Best 2014-15 Lehrgang Berufseinstieg 2014-15 kommen. Und jetzt können alle Lehrenden, die aufgenommen sind, also Pindrossnagel, Brandhofer, Kreuzböck, beziehungsweise alle ihre 50 bis 51 Kolleginnen und Kollegen ihre Ansicht auch wirklich einsehen, beziehungsweise auch Peer Review machen, gegenseitig helfen, gegenseitig beurteilen und so weiter. Ja, noch einmal zu den Inhalten bitte. Wir schauen jetzt mal rein in dieses Portfolio. Hier haben wir das Deckblatt, Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4. Zu den Inhalten zu Modul 1. Hier bitte genau das einfügen, das Dokument, was ich online gestellt habe, nämlich noch einmal gezeigt, hier Lehrgang Berufseinstieg 2014-15, Lehrgangsportfolio und hier downzuladen. Das ist dieses Dokument. Hier sind die einzelnen Teile zu sehen. Das bin ich. Dieser Punkt wird doch eher hineinfallen in die Vorstellung. Das ist meine Schule. Die kann ja auch im zweiten Jahr wechseln. Also das würde ich schon machen. Und hier die einzelnen Punkte bitte beachten. Und ja, Hoffnung, Erwartungen, Ziele. Hier wollte ich auch noch sagen, der Punkt 12. Das kommt auch vorne aufs Deckblatt drauf. Der Rest bitte, Reflexionen und so weiter, Rückmeldungen zu Webinaren oder anderen Dingen bitte. Alles, was im ersten Semester gearbeitet wird, kommt zum Modul 1. Alles, was im zweiten Semester gearbeitet wird, zum Modul 2.
und so weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile klar. Eine Sache bitte noch, wenn ich jetzt die Seiten bearbeiten will, gehe ich auf Portfolio, dann suche ich mir die Seite, die ich bearbeiten will, wahrscheinlich mal Best Modul 1. Ja, die will ich bearbeiten, also entweder hier auf das Bearbeitungssymbol klicken oder auf die Seite und dann kommt hier an sich Bearbeiten hier oben, das kann man auch machen. Was kann ich jetzt noch einfügen zusätzlich, wenn wer will, eine Navigation. Dann kann man auch hier zwischen den einzelnen und jetzt Best 2014-15 aussuchen, kann man zwischen den einzelnen Ansichten dann auch hier hin und her springen, wenn sie das oder wenn ihr das in alle Ansichten einbaut. Ja, das war's. Ich wünsche frohes Schaffen, wenn es dabei ein Problem gibt. Es ist bekannt, das Forum in Mahara ist jederzeit zu besuchen. Es ist moderiert. Das heißt, dass ich bzw. Kollege Brandhofer da ständig nachschauen, ob irgendwelche Nachrichten auch sind. Das Forum erreicht ihr beim Dashboard, also die Einstiegsseite Lehrgang Berufseinstieg und hier Foren. Es ist zurzeit noch keine Anfrage, kein Posting hier. Beziehungsweise wird ja ein Webinar stattfinden Anfang Oktober für Reiserechnung bzw. PH Online in der Fortbildung und Anfang November mit allen Fragen zu Mahara. Ja, viel Erfolg beim Arbeiten und bis bald.